Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Wir sind jetzt als leeren Ritter im Chaos-Tempel unterwegs. Dieses Gebäude gab es nicht, zumindest nicht laut Lufinianischen Aufzeichnungen. Es wurde zum ersten Mal entdeckt, als die Fremden hierhin entsandt wurden. Es bleibt ein Rätsel, wieso es gerade dann erscheint, wenn die Finsternis sich ausbreitet. Ich schätze jedoch, dass ihr, meine lieben Freunde, sein Erscheinen bedingt. Okay, jetzt, da ihr euch alle Chaos hingegeben habt, bringt es euch zusammen und konzentriert all eure Hoffnung. Hier beginnt eure Geschichte und hier wird alles enden. Okay, also ich erinnere mich, nochmal ganz kurz Recap. Ich erinnere mich an die Anfangssequenz sehr gern, weil die so episch ist. Wir sind ja jetzt eher, gell? Wir wissen ja jetzt an sich, was wir tun sollen. Ich frage mich nur gerade ernsthaft, was das dann mit dem Intro zu tun hat. Denn im Intro war es ja so, dass der gute Chaos die Prinzessin Sela einfach mitgenommen hat. Ich meine, ja, okay. Nehmen wir jetzt mal an, das ist eine täglich grüßes Murmeltier-Geschichte, wovon ich eigentlich stark ausgehe. Dann müsste das Ende ja genauso aussehen. Ehrlich gesagt, dann müssten wir ja Chaos sein, weil wir können ja alle kristallisieren. Also, Jack will ja auch Chaos werden, das ist ja unbestreitbar, das ist ja einfach so. Dann ist doch dieses Spiel einfach unendlich. Irgendwo. Weißt du, was ich meine? Dass wir praktisch zum Chaos werden, die trotzdem irgendwie schaffen, die Welt zurückzusetzen und wir dann einfach die Prinzessin Sela klauen. Oh! Eieiei. So, hier haben wir noch eine Puddingprinzessin. Böse Fledermaus. Oh, das ist gar nichts. War es das jetzt? Ich weiß auch gar nicht mehr, gab es da jetzt überhaupt? Nee, ich glaube, es gab keine. Das ist total meine Lieblingsdings. Das ist natürlich das passiert, was ich eigentlich nicht wollte. Ich habe vergessen. Okay, ich hoffe, es ruckelt nicht, weil ich musste nämlich schnell meinen Laptop anschließen. Ich habe das jetzt eben total vergessen. Ich habe mir noch gedacht, ich mache jetzt sofort den Stecker rein. Und dann sitze ich hier und denke mir so, oh Gott, verdammt, ich habe es vergessen. Von da kommen wir. Hä, habe ich etwa diesen Raum hier vergessen? Hallo, Madame. Oder der Herr. Hier war bestimmt irgendwas zum Lesen drin, gell? Also ich mag den leeren Ritter wirklich sehr gern, glaube ich. Und der hat natürlich auch mehr Lebenspunkte jetzt. Da draußen scheint sehr viel Licht zu sein.
Dafür, dass alles in Dunkelheit gestürzt ist. Ja. Gut, wir sollen gleich... Nee, halt, stopp. Das war falsch. Regenaga. So. Was kann ich mir denn noch geben? Wir machen das jetzt mal wie bei Valum. Protega. Okay, Leute, jetzt geht's los. Ja, na toll, danke. Danke, wirklich. Es ist super Timing. Hoffentlich zählt das jetzt nicht. Oh! Oh, wie gemein! Man fängt einfach bei Null an. Das ist fies. Da hat das gar nichts gebracht. Oh Gott. Oh. Aber ich bin doch ein Lehrenritter. Ja gut, das fehlt, ist ja super. Was ist Rubik? Oh, weg da! Bist denn du? Ach, das ist aber auch gemein. Dass man hier überall hängen bleiben kann. Nein, hab ich gekriegt. Was ist jetzt passiert? Irgendwas habe ich eingesammelt, glaube ich. Wie einfach seine Leiste wieder aufgeht. Ruin. Oh nein, er ist abgehauen. Oh.
voll einen Schreck gekriegt. Nein! Oh, machst du? Oh nein! Oh nein, ich wollte mich heilen. Deswegen habe ich es gemacht. Boah, hat mich auch schnell. Genau reingerannt. Oh.
kann man eigentlich sein? Hey, sobald ich das einmal versemmel, kannst du es eigentlich vergessen. Ach, da brauche ich zwei, Mist. Ich krieg nicht mehr dazu, das ist schade. Oh Gott, das wird doch nix. So, wir haben hier unsere Hartklinge. Leere. Habe ich hier vielleicht auch leeren Ritter? Nee, leider nicht. Hier hätten wir halt plus 16, oder das ist so ein ganzer Anzug. Agilität minus 2. Hose hat er ja nicht an. Hier gibt's aber auch nichts. Da habe ich ihm extra das angezogen, damit er mehr Affinität hat. Oh. Okay. Gut, haben wir es jetzt 214. Neue Stiefelchen. Oh. Die wären ganz... Ah, gut. Nee, das hat... Nee, das bringt uns nichts hier. Räuberstirnband. Level. Hier hat man nur ein Level. Auch nicht so viel.
Die ist halt überall besser. Okay. Gut, haben wir die das Höschen an. Das ist eigentlich auch egal hier, weil das ist ja gar kein... Das ist ja Paladin. Physische Abwehr minus 3. Stärke plus 10. Gib ihm. Okay. Hier, jetzt haben wir nur noch das mit dem Vendetta-Anzug. Das ist eben halt hier, das ist das Problem. Ja, ich weiß, dass es eine neue Klinge gibt. So. Blutwaffe. Irgendwas lehren mir hier unten. Schützende Runen. Verringert eine Zeit lang statt LP, wenn du Schaden erleidest. Hm. MP. Das könnte eigentlich ganz interessant sein. So. Blutsiegel. Was macht Blutsiegel? Das ist halt mein Liebstes. Dreimal an, das ist das einzige, also das Schnellste mit. Okay, dann probieren wir das jetzt nochmal. Ich hab's falsche gedrückt. Mist. Okay. Okay, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Haha. Wir müssen uns erstmal hochheilen hier. Ich muss nach hinten. Verdammt. Ha. Okay, also. Regener. Nein, schützende Runen braucht 2. Ich kacke. Hätte ich drauf achten können. お前より深く暗い。
の闇をもっと見せてみろ。その闇ごと全て奪い取ってやる。Oh, das Falsche. Nein. Ich hab gesagt, wenn ich rolle, dann Was ist das denn da? Nani o itte iru, Jack? Sore wa kuzu sumeki taishou da zo. Sekai o jiyu ni dekiru to omoikonde iru oroka mono domo wo kuzu shite yarou dewa nai ka. Nein. Das bringt leider nichts. Nein, 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 nein. Nein, das dauert viel zu lang mit dem Heilen. Okay, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und wir gucken mal, wie es weitergeht. Bis dann, tschüss.